Moin Moin und damit willkommen zu einem weiteren Spezial. Es soll heute gehen um den Ruf der Bahalür. Die Sternenträgerkampagne Teil 1. Ich habe hier einen Kommentar von Chembail, die kennt ihr sicherlich auch aus anderen Projekten von mir, wenn ihr euch das aventurische Quartett anseht oder ja, meinen Kanal anderweitig verfolgt. Chembail hat schon das ein oder andere Mal dann bei mir mitgewirkt und wird auch in weiterer Zeit mitwirken. Ja, und sie hat sich die Sternenträgerkampagne bereits durchgelesen. Wir haben uns auf der RadCon getroffen, sie hat dieses Buch mitgenommen. Ich hatte dann einen anderen Fokus und zwar auf den Eisernen Flammen. Dazu habe ich auch schon ein Video gemacht. Aber bevor ich jetzt hier lange rede, schalte ich doch einfach mal rüber zu dem Kommentar von Chembail zu diesem ersten Buch. Das Ganze ist spoilerfrei. Das heißt, ihr könnt es euch sowohl als Spieler als auch als Spielleiter ansehen, anhören und dann ja selber so ein bisschen für euch entscheiden, ob die Kampagne etwas für euch wäre. Es wird selbstverständlich auch erwähnt, dass die Filiasson-Kampagne eine Rolle spielt. Wer da ein paar mehr Hintergrundinfos zu haben möchte, auch dazu habe ich bereits mehrere Videos gemacht. Die werde ich auch einmal oben verlinken, beziehungsweise ganz am Ende des Videos. Und auch die könntet ihr euch ansehen. Chembail selber ist gerade dabei, die Semyala-Kampagne zu leiten. Das wäre dann nach der Filiasson-Kampagne das zweite, ja, Kampagnenbuch zu einer rein elfischen Kampagne. Filiasson hatte natürlich noch ein paar andere Themen, aber war sehr, sehr elfisch angehaucht. Immer mal wieder im Vordergrund, natürlich nebenbei so ein paar Achards. Die Echsenmenschen haben auch immer mal wieder eine Rolle gespielt, aber wir wollen heute über den ersten Teil sprechen, über den Sternträger 1. Ja, es ist wie gesagt spoilerfrei. Ich wünsche euch viel Spaß und ich hoffe, euch gefällt dieses kleine Video von Chembail. Ich denke, man versteht die Sternträgerkampagne am besten, wenn man sie als Filiasson 2.0 begreift. Filiasson ist jetzt echt lange her und ja, es ist vielleicht schade, aber Filiasson ist vorbei. Und zwar zeigt sich das spätestens in einem Medienwechsel, nämlich in der Überführung vom Abenteuerformat, das ja interaktiv und in Präsenz war, ins Romanformat, also nicht interaktiv und Tempuswechsel ins Präteritum. Und dieses Präteritum zeigt eben dieses, es ist vorbei, es kann nicht mehr geändert werden, man kann nur noch davon lesen. Aber naja, dank der Sternträgerkampagne müssen wir darüber nicht traurig sein, denn die ganzen epischen Schauplätze von damals scheinen, so wie sich die Einleitung liest, in der Sternträgerkampagne wiederzukommen. Und natürlich auch einige von den NPCs von damals, denn für die Hochelfen sind ein paar Jahrzehnte hin oder her natürlich irrelevant. Also es gibt einige Parallelen. Ich denke, die offensichtlichste ist, dass es sich wieder um eine Schiffsreise handelt, mit all den Spezifika und Vorteilen, die eine Schiffsreise mit sich bringt. Man hat eine Mannschaft und eben auch die Gruppendynamik, die mit so einer Mannschaft einhergeht und bestimmte NPCs, die wichtiger sind als andere und die dann im Laufe der Kampagne richtig Charakter entwickeln und die eben nicht nur schnell durchs Bild haschen. Aber, wichtiger Unterschied, diesmal fliegt das Schiff. Das heißt, es ist von Anfang an hochmagisch und ich denke, man könnte darin einen Überbietungsgestus sehen. Ich sehe aber darin auch die Zweischneidigkeit der Sache, denn zum Vergleich, also Filiasson begann ja bei den Torvalern mit dem Streit zwischen Beorn und Filiasson und, naja, begann erstmal profan, weil, ja, ein Wettrennen zwischen zwei Kapitänen, wer als erster die Welt umsegelt, das ist erstmal ein profanes Thema. Und dieses profane Element, das fehlt der Sternträgerkampagne komplett. Also die Kampagne beginnt in Gerasim und Gerasim kann man nur mit sehr viel gutem Willen als
normal oder profan verstehen. Klar, da leben Menschen, aber diese Menschen sind schon sehr elfisch beeinflusst. Und dennoch fehlt ein bisschen die Grenzüberschreitung, könnte ich mir vorstellen. Weil das Magische und so eben von Anfang an gegeben ist. Also, ich weiß nicht, ob das nur negativ ist, aber ich denke, dass manchen dadurch vielleicht was fehlen könnte. Weil dieser, sagen wir mal, niedere Gegenstand einer normalen Schiffsmannschaft hat in Phileasson schon irgendwie einen reizvollen Kontrast und vielleicht auch ein bisschen Ausgleich zum hohen Gegenstand der Hochelfen-Thematik geboten. Ja, also halten wir das mal als Unterschied fest. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, muss man sehen. Der Ruf der Balahyr beginnt als, ja, ich würde sagen, konventionelle Elfenkampagne bzw. als Reiseabenteuer. Wie gesagt, in Gerasim, beim Vermächtnis der Völker und ist erstmal ein Aves-gefälliges Abklappern der diversen Highlights der Elfenlande. Also, ich finde das schön. Es gibt so viele spannende Dinge, die man gerne sehen möchte, wenn man in die Salamandersteine geht. Aber es ist jetzt erstmal nichts Besonderes und hängt stark daran, ob man eben diese Elfenthematik mag. Also es ist nicht universell für jeden toll und interessant. Das erste Mal wirklich beeindruckt von dem Ganzen war ich, als es darum ging, lassen die Waldelfen die Heldengruppe in die Salamandersteine überhaupt rein. Also dafür ist in dem Abenteuer eine Bewährungsprobe vorgesehen. Also es wird das Verhalten der Helden auf dem Weg und mit verschiedenen Begegnungen beurteilt. Und dabei spielt das philosophische Konzept des Badok eine Rolle, das sehr zentral für die elfische Mentalität ist und für jeden Elfen eine Kernproblematik. Und genau daran müssen sich die Helden eben auch messen lassen. Also Badok ist gewissermaßen die Verweltlichung, die jedem Elfen droht, sobald er aus dem Licht getreten ist. Denn aus Licht wird Sein, aus Sein wird Werden, aus Werden wird Wissen, Wissen wird zu Macht und aus Macht folgt die Gier. Diese ersten Schritte sind nicht per se negativ, sie sind unvermeidlich. Sie gehen damit einher, dass die Elfen Teil der Welt wurden. Aber alles davon ist auch problematisch, weil es die Elfen eben vom Licht entfernt. Und jetzt auf die Helden gemünzt, bedeutet das, erstmal so ganz einfache Sachen. Also was noch total offensichtlich ist, hilf den Leuten, denen du begegnest, rette NPCs. Und dass das alles gut ankommt, ich denke, das wird jeder Heldengruppe klar sein. Aber spannend wird es in dem Moment, wo sich die Ratsversammlung überwiegend auf die Seite der Helden schlägt und es absehbar erscheint, dass die Helden eben den Rat überzeugen können und in die Salamandersteine gelassen werden. Denn aus der Unterstützung eines so großen Teils des Rates erwächst Macht. Und wenn die Helden in diesem Moment zu schnell triumphieren und diese Macht sozusagen missbrauchen, dann kann das Ganze nochmal kippen. Und ich finde das echt brillant, weil das ist so eine wunderbare Verwirklichung dieses philosophischen Konzeptes. Und ich denke, auch das ist was, womit keine Heldengruppe rechnet. Also daran muss jetzt das Abenteuer nicht scheitern, weil klar, sie müssen in die Salamandersteine. Aber das war das erste Mal, als ich von der Kampagne wirklich beeindruckt war. Insgesamt ist es eine Stärke von Ruf der Balahyr, dass das Abenteuer zeigt, dass nicht alle Elfen gleich sind. Und zwar habe ich mich schon öfter gefragt, wieso elfische Spielercharaktere, oder ja, das gilt nicht nur für Elfen, das gilt auch für Zwerge,
oft zum Klischee verkommen. Und ich glaube, dass Saras Abenteuer durchaus was leisten kann, weil es eben zeigt, es sind nicht alle Elfen gleich. Also grundsätzlich, vielleicht für die, die jetzt nicht so in der ganzen Elfenthematik drin sind, es gibt ja die drei großen Stämme der Elfen, die man eben auch als Spielercharaktere haben kann. Die Firnelfen, die Waldelfen und die Auelfen. Und diese Unterscheidung hat nicht nur was mit dem Lebensraum zu tun, sondern diese Herkunft ist total zentral für die Mentalität von diesen verschiedenen Gruppen. Und die Hauptverwerfungslinie verläuft dabei zwischen den Waldelfen und den anderen. Die Waldelfen sind gewissermaßen die Spießer, die den Sündenfall nicht mitgemacht haben. Als die anderen Elfen die Salamandersteine verlassen haben und sich dadurch immer weiter von dem Tor zur Lichtwelt und von Madaias Traum entfernt haben, waren die Waldelfen die Zauderer, die gesagt haben, nein, nein, wir machen das nicht. Wir bleiben hier, halten an den alten Wegen fest. Dadurch ist das Spannende an den Waldelfen, dass sie zugleich mehr und weniger wissen als die anderen. Sie haben viel altes Wissen der Elfen noch bewahrt, das bei den anderen Stämmen durch ihre bewegte Vergangenheit verloren gegangen ist. Aber gleichzeitig haben sie halt nicht diese Erfahrung gemacht, dass Aufstiegs in ungeahnte Höhen, und dadurch wissen sie eben auch weniger als die anderen. Naja, die anderen beiden Stämme haben auch nicht gleich reagiert auf den Fall der Hochelfen, denn sie sind ja die Nachfahren der Hochelfen, die eben sich von der alten elfischen Lebensweise abgekehrt haben. Die Firnelfen sind die Asketen. Die wohnen nicht so weit im Norden, weil sie das müssten, sondern weil sie, naja, der Meinung sind, dass das ihre gerechte Strafe wäre für ihre Verfehlungen, und sie kasteiten sich selbst, um sicherzugehen, dass sie eben nie wieder der Versuchung erliegen und, naja, den gleichen Fehler nochmal machen. Bei den Auelfen ist das nicht so krass, also da schimmert teilweise noch ein bisschen mehr hochelfische Mentalität, hochelfisches Wissen durch, aber auch die haben ja zurück zur Natur gefunden und versuchen eben auch dadurch ihre Fehler nicht zu wiederholen. Naja, und diese beiden Gruppen, also die Erben der Hochelfen und die Waldelfen, die bei dem ganzen Blödsinn nicht mitgemacht haben, treffen eben in Ruf der Balahür aufeinander und eben speziell in dieser Ratsversammlung, von der ich gesprochen habe. Und innerhalb dieser Gruppen wird dann weiter differenziert nach den verschiedenen Sippen. Und auch die sind sich nicht alle einig. Also die Hardcore-Waldelfen, die wirklich im Herz des Waldes sitzen und keinen reinlassen wollen, die werden repräsentiert durch die Krähenrufsippe, die gelegentlich ihre Propheten zu den Sippen weiter außerhalb schicken. Aber es gibt auch Waldelfen, die gut mit den Menschen können und da gute Beziehungen pflegen. Das ist hier die Tränentanzsippe. Und dann gibt es die, die aus den menschlich-elfischen Städten Quirasim und Gerasim kommen. Und die haben wieder andere Positionen. Und die Helden sind auch nicht die einzigen, die nicht in die Salamandersteine reingelassen werden sollen. Sondern da gibt es auch eine Gruppe von Auelfen, die in der Stadt Riolara warten. Und zwar warten die dort schon so lange, dass sie in der Zeit Riolara erbaut haben. Und zwar wollten die zurück in Madaias Traum, ins Licht, in das Innere der Salamandersteine, wurden aber von den Waldelfen nicht reingelassen, weil die sie als Zubadok abgewiesen haben. Also diese Elfen sind relativ hochelfisch geprägt und haben eben mit ähnlichen Vorurteilen zu kämpfen wie die Helden. Und da können die Helden dann wiederum vermittelnd eingreifen und sich eben dafür oder dagegen aussprechen, dass diese Erben der Hochelfen in die Salamandersteine zurückkehren dürfen. Und ja, ich glaube, ich habe damit kurz skizziert, wie da so die Fraktionen sind. Und
Naja, durch diese verschiedenen Fraktionen entsteht die Möglichkeit von sowas wie Politik. Also es sind dann eben nicht alle Elfen die ätherischen, übermächtigen Wesen, als die man sie halt häufig porträtiert sieht, sondern sie bekommen irgendwie was Individuelles. Unter den Elfen Riolaras gibt es zum Beispiel den Baumeister Lorion, der Riolara errichtet hat und der seine Stadt eigentlich ziemlich schön findet und gar nicht mehr so unbedingt ins Herz der Salamandra aufbrechen möchte. Und der deswegen seine Ratskollegen bei den Verhandlungen unauffällig zu blockieren versucht und meint, ja, man könne sich doch noch Zeit lassen und es eilt ja nicht. Und die Elfen haben alle unterschiedliche Ziele, Interessen und Methoden. Und dadurch wird eben in dem Abenteuer auch sowas wie Politik möglich. Und das habe ich tatsächlich in Elfenabenteuern bisher noch nicht gesehen. Und ich glaube, das ist mit einer der Gründe, warum Elfencharaktere manchmal ein bisschen flach bleiben. Und also ich nehme da meine nicht aus. Ich denke, dass da Ruf der Balahür in puncto Ausdifferenzierung durchaus was leisten kann. Auch wenn ich jetzt nicht behaupten möchte, dass das davor noch gar nie da gewesen wäre. Aber ja, ich denke, das ist auf jeden Fall ein Pluspunkt an dem Abenteuer und ich bin gespannt, wie die Kampagne weitergehen wird.